Das Promi Round and Round. Promis drehen am Rad. She got me going. Promi Round and Round. Zufällige Fragen und viele Antworten. Und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian van der Weyd. Ein herzliches Willkommen beim Promi Round and Round heute und hier im Studio. Und wir haben heute zu Gast eine junge, hübsche, schöne Frau, Moderatorin. Sie ist Schauspielerin, sie ist Sängerin. Sie ist auch so ein bisschen It-Girl, würde ich sagen. Hatte ihren Durchbruch bei der Bulli-Parade. Da verbinden sie auch noch ganz viele damit. Und ich hoffe, sie ist gut gelaunt, denn wir hatten so dezente, ganz dezente, kleine technische Probleme voraus. Diana Herold, herzlich willkommen! Hallo, ihr Lieben da draußen! Hallo lieber Fabi, danke für die Kamera-Meeting-Einweisung. Ja, wir werden also uns gegenseitig die Technik-Einweisung in Rechnung stellen. Ja, wir haben uns gegenseitig jetzt gerade gecoacht, das war der Wahnsinn. Diana, wie geht's dir? Du bist unheimlich gerade gefragt, es läutet und klingelt überall und es macht Ping, Ping, Ping auf deinem Handy. Was ist los? Also lieber Fabi, erstmal herzlichen Dank für deine Anmoderation, dass ich ein It-Girl bin. Also ich bin 46, ja. Hallo, die beste Zeit für ein It-Girl. Ja, Schatzilan, ich glaube, wir sind in derselben Altersliga, deswegen siehst du mich noch als It-Girl, weil wir sind ja zusammen groß geworden mit der Bulli-Parade, ne? Ja, also ich meine, ich kannte das noch von früher, es gab mal eine Zeit, wo das auch so war. Das Schöne ist, dass ich jetzt doch ein bisschen reifer geworden bin und vielleicht auch mit diesem momentanen Hinhören auf Diana Herold auch was Gutes bewegen kann. Und dafür nutze ich das jetzt. Da war ich damals noch zu jung, glaube ich. Ja, es ist eine Zeit lang her ja schon. Wir werden vielleicht drauf kommen. Diana, so richtig vor lauter Technik weißt du eigentlich noch gar nicht, was auf dich zukommt, oder? Nein. Also der Fabi und ich haben jetzt erstmal eine halbe Stunde gebraucht, dass wir überhaupt unseren Podcast hier starten können. Wir sind eigentlich schon leer gequatscht. Und aber die waren 14 Jahre und tauen Hund und Kegel, die haben noch kein Mittagessen gehabt. Die warten alle unten, aber wir machen es für unsere Zuhörer. Also, liebe Leute, falls Zuhörer und Zuschauer, wir haben ja Podcast und Videocast, falls jetzt irgendwann im Podcast oder im Videocast mal hier der Sohnemann reinkommt und sagt, Mama, ich habe Hunger, ja, dann ist das vollkommen okay. Dann müsst ihr halt den Rest einfach nachlesen bei der Diana unten auf der Webpage unter dianaherold.de. Aber jetzt wollen wir doch erstmal, liebe Diana, einfach mal losstarten, oder? Ja. Wir haben ein tolles Rad für dich vorbereitet, ja. Da steht alles Mögliche drauf. Da steht drauf Never, da steht drauf Ratzfatz, da steht drauf ohne. Wir drehen es einfach mal, wenn du möchtest, ja. Das ist technisch der Hammer. Nur mit mentaler Kraft kannst du dieses Rad antreiben. Achtung bitte, du konzentrierst dich und bei 3, 2, 1 wird es sich drehen. Achtung, du zählst es runter und dann dreht es sich. Konzentrier dich. Okay. Also. Wahnsinn. Du. Es dreht sich. Die erste Frage für unseren heutigen Gast im Promi Round and Round ist. Ja, wir hatten es gerade schon. Du entschuldigst bitte, die Redaktion hat ein bisschen Humor. Bully me. Aber mit Bully und me sozusagen. Bully me, eine ganz besondere so Beziehung. Wie ne? Wahnsinn. Es ist so. Es ist natürlich jetzt erstmal die Frage, du und die Jungs. Das ja, das ist schon der Hammer, oder? Bist du genervt eigentlich? Du hast schon bist du genervt, dass man dich immer noch mit der Bulli-Parade in Verbindung bringt? Nein, gar nicht. Ich meine, es gibt doch nichts Schöneres, wie Menschen zum Lachen zu bringen, oder? Und wenn man mit einem der größten Comedian Deutschlands zusammenarbeiten durfte, fast 9 Jahre, ist das doch eine Ehre. Also, weißt du, auch wenn ich das Sexappeal der Show war und vielleicht nicht immer so zeigen konnte, was ich eigentlich alles auf dem Kasten habe, war es trotzdem eine geile Zeit und ich habe unwahrscheinlich viel gelernt. Das denkt man aber nicht. Ich meine, ich habe immer Bulli, Rick, Christian beobachtet, wie sie das machen. Bühnenbild, Licht, Kulisse. Das ist der Hammer, was man da lernen konnte. Und damals, wo wir das gedreht haben, da hatten wir alle noch in Fülle, Leute. Ja. Da ging es noch richtig gut. Und ganz ehrlich, du hast ja jetzt, ich meine, es war die Bulli-Parade der Film, auch schon wieder 3 Jahre her jetzt, aber du hast immer noch Kontakt zu den Jungs. Wie sind die so drauf? Ja, zu Bulli schon, ja. Ja? Und der Rick hat mir mal Bescheid gegeben, wo er in der kleinen Komödie in Fürth bei Marcel war, ne? Da bin ich dann ja hin mit meiner Mama. Putzig. Es war richtig schön. Also, von daher, guter Einstieg und ganz ehrlich, die Jungs, die 3 Jungs, die brauchen auch Sexappeal. Guck mal an, ich meine, ganz ehrlich, was wäre das Bild hier ohne dich? Für alle, die nur Podcasts zuhören, klickt mal rein in den Videocast.
Genau. Wollen wir weiterdrehen gleich? Wir kommen bestimmt auf ganz viel, vielleicht auch nur ein Bulli. Ja, Willst gerne. du gleich Ist drehen? es nicht so dunkel bei dir hier oben? Ja, ich bin generell nicht so der hellste Typ. Ja, Ach so, also von das daher. meine ich nicht vom Bild her. Diana, du strahlst mit deiner Schönheit doch über alles hinweg. Wir brauchen doch kein Licht. Danke, das ist aber Ganz lieb. ehrlich, also wir brauchen jetzt erstmal eine neue Frage. Es geht los. Diana Herolds, zweite Frage. Mann, du Joker. bist ein Glückskind, denn Joker heißt, es könnte ja sein, dass heute eine Frage dabei ist, wo du sagst, Fabi, ganz ehrlich, wenn ich dich jetzt direkt vor mir hätte und nicht über diese App zugeschalten, ich würde dir den Hals umdrehen, dann setz ihn dafür ein. Vielleicht ist so eine Frage dabei. Oder du sagst, du hast noch etwas überhaupt nicht gefragt, was ich unbedingt sagen möchte, dann darfst du diesen Joker auch einsetzen. Das ist Cool. auf deiner Seite. So, Danke. wir drehen aber trotzdem nochmal, weil bisher war ja noch gar nichts dabei, wo man gesagt hat, also jetzt ist es schlimm. I care and share. Ui, das ist euer Herzensprojekt. Projekt. Ich Ja. blende es mal ein für alle Oh, Zuschauer. schön, dass du das gemacht. Schon, oder? Also wir sehen jetzt hier Ja. dich und deinem lieben Mann, den wir aus dem Sommerhaus auch jetzt kennengelernt haben. Michael, er ist ein Ja. bisschen so im Hintergrund unscharf. Du bist natürlich die Schärfe im Vordergrund, aber das, worum es eigentlich geht, ist. Also ich habe ja eben 2007 das Schreiben angefangen mit meiner Musik. Und Michi schreibt ja sein Buch, mittlerweile 400 Seiten fertig. Und das wollten wir einsetzen. Wir haben uns überlegt, Michael-Diana-Stiftung. So, nachdem das sehr kompliziert geworden ist mit den Stiftungen, haben wir gesagt, komm, wir wollen ja keinen Verwaltungsapparat bedienen. Ja, weil es ist immer traurig, dass da immer so viel Geld für die Verwaltung weggeht. So, bei den ganzen Karitativeinrichtungen. Und da haben wir uns gedacht, wir machen einen Motivationspreis, eine Auszeichnung für alle, die unser Land wieder aufbauen, einander unterstützen. Also wir unterstützen Unterstützer. Ja? Und das Prinzip von Care and Share ist, einen Tag im Monat nehme ich davon 51% der Nettoeinnahmen und unterstütze meine Einrichtungen, die zum Beispiel Altersarmut, Kinder, Flüchtlinge, also alles Menschen, die Hilfe benötigen und er hilft mit, dass es ihnen besser geht. Oder auch ein Freund. Also ich habe zum Beispiel einer Freundin, die ist alleinerziehend mit zwei Kindern, habe ich die Stromrechnung bezahlt, weil es einfach jetzt nicht ging, weil durch die Corona-Krise haben halt viele, viele Menschen sehr wenig. Und es ist doch wichtig, einander zu helfen. Und es geht halt darum, 49% für dich und 51% für das Herzensprojekt, was du unterstützen möchtest. Das stellst du uns vor auf der Webseite von Ja. Kernstein. Und dann kriegst du unser Siegel. Und dann kannst du zum Beispiel auf deine Platte das Kernscherzeichen, die gebenden Hände mit dem Herz in der Mitte. Ja? Oder ein Florist ins Schaufenster Wie oder an eine den Art Bäcker. Gütesiegel sozusagen. Und ist irgendwas, wo du sagst, also da steht gerade was an oder ist es frei für jeden wirklich querbeet? Wir wollten ja das Sommerhaus zu unserem gemeinsamen ersten Care and Share Projekt machen. Ja. Deswegen sind wir hier rein, ja, weil wir wollten 51% des Gewinns von den 50.000 Euro spenden. Ja, hat er jetzt leider nicht geklappt, aber wir machen trotzdem weiter. Und an diese zwei Einrichtungen, das ist mein erstes Care and Share Projekt, mein Sternlichter, mein Song, den ich von meinem Herzen für euch geschrieben habe, um mir wegen Hoffnung und Liebe zu bringen, Selbsterkenntnis und nie aufzugeben. Erinnere dich, wer du bist in deinem Herzen. Auf jeden Fall davon will ich ja von meinen 51% eben an die OHA-Einzelmännchen geben und eben ans Asylheim hier in Nürnberg um für Frauen und Kinder. So einfach kann es sein, zu helfen. Und so einfach kann es sein, liebe Diana, zu drehen. Achtung bitte, Ja. ich muss nochmal dein konzentriertes Gesicht muss ich nochmal dazu sehen. Achtung und wow, das war fast ein bisschen beängstigend. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Die nächste Frage. Vibrations. Oh, Vibrations jeder Art. Und nicht nur Good Vibrations. Und da sind wir schon. Gab's im Sommerhaus der Stars. Wir sind ganz, ganz nah dran, meine Liebe. Huh, du hattest sozusagen die Aufzeichnung und ganz viel Emotionen im Sommerhaus. Es hat nicht ganz geklappt. Platz 2, erstmal also Congratulations, das ist ja der Hammer. Leider hat es nicht ganz geklappt. Woran lag's? Wie war es so im Rückblick jetzt? Also als erstes habe ich das ja alles auch für mich selber reflektiert und eben Chris, Michi und ich, wir reden auch viel drüber, weil das hat uns schon alle ganz schön mitgenommen. Das war absolut real, ja. Und ich kann nur eins sagen, da waren auch Szenen dabei, die noch schlimmer waren, die man einfach Gott sei Dank nicht gezeigt hat. Also
die Beteiligten, die sich da ein bisschen verloren haben da drin, die sollen bitte nicht immer alles auf den Schnitt schieben, sondern sollten sich immer selbst reflektieren. Weil ich bin der halt, ich habe mich auch selbst reflektiert, ja, dass ich zu meinem Mann ein paar Ausdrücke in den Spielen gesagt habe, es tut mir von Herzen leid. Ich habe mich auch danach sofort bei meinem Schatz entschuldigt. Und er wusste, dass das mein Traum war, dieser 51%, also das zu gewinnen für die Allgemeinheit. Weißt du, das wäre halt schon richtig geil gewesen. Wir machen ja trotzdem Ja. weiter, aber es wäre halt einfacher gewesen. Ja. 25.000 Mal oder beziehungsweise mehr, ne? 51%, muss ich jetzt ausrechnen, Ja. ja, ist tatsächlich, das wären Batzen Geld gewesen. Ich Ja. habe jetzt trotzdem mal eine Frage. Ich meine, hier sieht man euch, zumindest im Videocast, ihr seid Best Friends geworden mit Eva Benetatu und ihrem Freund, dem Chris. Ja. Das Und ist Iris schon. und Peter mögen wir auch voll gern. Die sind auch sehr liebe Menschen. Also, es haben sich ja Freundschaften entwickelt. Allerdings hat man Ja. schon auch das Gefühl gehabt, wow, es hat so gekracht und jetzt mal als Fernsehzuschauer, wie viel Zeit lag denn zwischen Sommerhausabschluss, tatsächlich Aufzeichnung, und der Wiedersehensshow? Da hat es ja auch nochmal richtig gekracht. Naja, es ist halt so, ich darf ja über interne Sachen der Produktion nicht Ja. sprechen. Aber ich sag dir mal eins. Also ich glaube, es wissen aber alle, dass das im Juni gedreht worden ist, denke ich. Jedes Mal, wenn wir die Folgen angeguckt haben, war das wie, als wären wir wieder in dem Haus. Und vor allen Dingen hast du ja erst im Fernsehen gesehen, wie teilweise wirklich nonstop hinter unserem Rücken geredet worden ist. Weil ich bin ein Mensch, ich bin Wassermann und Wassermänner können ziemlich schnell vergeben. Ja, wenn jemand zu mir sagt, ey, es tut mir leid und keine Ahnung, oder sich halt bemüht, dann öffne ich mich wieder und gebe dem Menschen eine Chance. Und Kann dann ein habe ich halt Vor- und ein gesehen, dass. Nachteil sein, ne, manchmal. Ja, das habe ich ja dann gesehen. Ich habe das jetzt auch gelernt ein bisschen, Fabi, ganz so ehrlich. Ich habe ja gesehen, dass Lisa wirklich nonstop ab der ersten Folge hinter meinem Rücken geredet hat. Und das hat mir schon persönlich wehgetan, weil ich immer wieder mit ihr geredet habe. Ich bin Mentalcoach. Ich weiß, dass es Lisa nicht leicht hatte in der Kindheit. Und deswegen habe ich das immer als Entschuldigung für mich selber genommen, um sie immer wieder mal abzuholen. Zu sagen, Lisa, weißt du, was du eigentlich gerade machst? Du weißt schon, wie viele Menschen das sehen werden. Das hat man auch on air gesehen, dass ich das zu ihr gesagt habe. Aber ganz ehrlich, manchmal musst du auch Menschen loslassen, damit du deinem guten Herzen treu bleibst und anderen Menschen, die deine Hilfe annehmen und damit auch wirklich was Produktives machen danach, dann in dem Moment wichtiger sind. Weil wenn du empathisch bist und dich immer nur auf die Leute konzentrierst, die eigentlich ja überhaupt nicht mit der Energie, die du ihnen geben willst oder die Hilfe annehmen, dann wirst du auch leer. Also man kann das eine Zeit lang probieren, aber dann lass bitte los, weil wir brauchen euch Menschen mit Herz. Es ist gut zu helfen, aber manche Menschen wollen keine Hilfe und da musst du weitergehen. Da habe ich den Eindruck auch gehabt in der Wiedersehensshow. Also auch jetzt, wenn du sprichst, es wühlt dich schon auf und es Ja, hat jeden in der genau. Show auch aufgewühlt, egal wie sie es verarbeitet haben, die einen mit Aggression eher, mit offensiv. Du hast aber ein unfassbares, also kenne ich dich gar nicht, liebe Diana, ein unfassbares, schon deftiges Plädoyer losgelassen, eben für Eva Richtung André, wo du gesagt hast, jetzt pass mal auf, Junge. Das war mein Gefühl. Ich bin ein Herzensmensch, meine Lieben. Deswegen wäre es schön, wenn ich meine Musik leben dürfte, weil ich glaube, fürs Fernsehen bin ich zu unberechenbar. Ich bin halt ein Mensch, der sein Herz lebt. Und ich habe mir das alles angeguckt und ich fand den Kubi mega geil, wie er sich hingestellt hat, sich entschuldigt hat. Er war so stolz auf den Kubi, weil er war ja das erste Mobbing-Opfer. Das habt ihr ja alle nicht gesehen. Also er wurde schon ganz schön gedisst am Anfang und irgendwann konnte er ja nicht mehr anders. Klar darfst du nicht jemand anders anspucken. Das ist schon respektlos. Aber was ist respektloser, jemanden mit den schlimmsten Ausdrücken zu betiteln oder jemanden anzuspucken? Ich meine, das war unter aller Sau, diese Schimpfwörter, die wir von Lisha hören mussten. Das war wirklich genauso wie Anspucken in meinen Augen. Das ist auch sehr verletzend und demütigend. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, wie halt die Gruppe versucht hat, das alles so hinzudrapieren, dass alles super toll und gut wäre. Und da konnte ich einfach nicht mehr anders, weil ich mich immer wieder an diesen Moment erinnere, wo Eva in meinen Armen lag, wo wir wieder reinkamen und Chris mich angeschaut hat, also die wären wirklich wahrscheinlich gegangen. Also das. Diese Szene werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Und das war nicht in Ordnung. Und da habe ich mir halt schon gewünscht, dass da eine Entschuldigung wirklich kommt. Eine richtige Entschuldigung, dass wir uns ein bisschen verloren haben da drin. Wir haben hier das Bild eingeblendet. Hier ist Eva und Chris noch mit dabei. Du und dein Mann und hinten ist ein Herzchen. Und ihr seid auch viel, wenn man auf Instagram dich verfolgt, ihr seid viel unterwegs. Erzähl kurz was. Ja, also das Finalwochenende haben wir jetzt auch zusammen verbracht und es war echt schön.
Und wir lieben die zwei sehr. Und ihren Hund, die Schera. Ja, Schick Eva mir das Beninat, Tatu und Chris mit dabei. Also es hat sich was Positives ergeben und du hast ja gerade schon angesprochen, du ziehst auch positive Energie raus, vielleicht auch in Richtung Musik. Du hast es gerade gesagt und wir schauen mal Ja. auf das Rad, mal gucken, wo wir hinkommen. Jan Herold heute im Promi Round and Round. Oh, Play. Ja, da muss ich natürlich ansprechen. Ich als Mann muss das machen. Play Boys. Was sagen denn deine Jungs dazu zu Hause hier? Boah, das ist gemein. Soll ich wieder raus? Darf er es nicht? Doch, ich Nein. meine, es haben viele gesehen und ich habe die verdeckte Version genommen. Also, Ja, das ist auch gut so. du warst im Playboy zweimal, einmal 2002, einmal 2017. Ja. Wow, ich habe nur Nee, positive. 2003, glaube ich, oder? War das das 2,3? erste Oh, Mal? Entschuldigung, falsch recherchiert. Also 2,3. Man sieht auf jeden Fall altersmäßig kaum einen Unterschied, liebe Diana. Was sagen die Naja, Boys? also ich bespreche ja immer alles mit meiner Familie. Und wichtig war mir natürlich mein Mann, ist ja ganz klar, mein Michi, und der ist da halt ein bisschen anders wie ich, also der ist da halt mega stolz drauf. Ich habe da schon hin und her überlegt, was ich aber sehr schön fand von Florian Beutin, dem Chefredakteur von Playboy, dass das war ja zweimal Titel, Ja. Playboy, dass ich eben als erstes deutsches Promi-Playmate, kann man ja nicht sagen, mit Engelsflügeln abgelichtet wurde. 2 Meter große Engelsflügel auf Ibiza, Sonnenuntergang kam ich aus dem Meer heraus mit diesen Flügeln. 400 Menschen saßen oben auf den Klippen und haben alle geklatscht. Das war der Wahnsinn, Wow. echt. Also das war ein Magic Moment. Und eins meiner Songs heißt ja Engelsflügel, die Leichtigkeit des Seins, nimm sie an. Ne? Und ja, also das zweite Shooting war einer der schönsten Jobs in meinem Leben. Würdest du es deiner Tochter, die ist Mitte 20, würdest du es ihr erlauben oder hättest du als Mama so, oh, oder würdest du auch genauso sagen, nee, das ist vollkommen okay. Wenn du es entscheidest, Schatz, dann mach das. Naja, also prinzipiell, meine Tochter ist ja 26. Wir waren ja die deutschen Dipper Girls. Sind wir ja eigentlich immer Yeah, right. noch. Wanni, ich liebe dich. Auf jeden Fall muss meine Tochter das selber wissen. Aber natürlich sage ich zu ihr, mach's bitte nicht. Ist klar. Aber das muss sie entscheiden. Also ich glaube nicht, dass meine Tochter. Ich hoffe es nicht. Ist ja auch oft mal so, dass die Kinder sagen, ja, lass Mama deinen Weg machen, ich mache meinen Weg. Wir machen unseren Weg hier weiter auf unserem Rad im Promi Round and Round und schauen, was für dich als nächstes bereitsteht. Und empfinde mit Entzücken, dass du schon ein bisschen entspannter bist als am Anfang, als wir diese technischen Probleme hatten. Also wir Ja, sind das wieder, stimmt. puh, wir sind wieder entspannter. M&M, das ist keine Süßigkeit, aber süß wird's trotzdem jetzt gleich. Music und Message. Ja. Sternenlichter zaubern uns Glanz in die Augen. Das ist dein aktuelles Projekt, eigentlich dein auch wieder Herzensprojekt, wo du sagst, Musik habe ich schon immer geschrieben. Du hast vorhin gesagt, du hast deine Sachen auch, deine Erlebnisse verarbeitet in der Musik. Ja. Und jetzt bist du am Start, sehr, sehr frisch mit Song und vor allen Dingen auch mit einem Video. Man sieht dich hier, für alle, die jetzt hier zugucken, im Studio. Wow, das Ja, schaut genial aus. Erzähl uns davon. also mein Produzent, ich möchte ihn namentlich nicht erwähnen, weil er das nicht möchte. Er will nicht im Mittelpunkt stehen, das hat er gesagt. Aber er hat ganz namhafte Künstler gehabt. Also Coldplay, Sarah Connor, wirklich große Leute. Und ich musste ihm vor 3 Monaten vorsingen, weil er entschieden hat, nachdem ich gesungen habe, ob er mich produziert oder nicht. Und er findet halt meine Aussage, meine Message gut, das mit dem Kern Share, dass ich was verändern möchte damit. Und ich finde Sternenlichter, es ist ein Fantasy-Album. Aber es ist doch wichtig für uns, dass wir mal wieder ein bisschen Poesie in unserem Herzen spüren. Hoffnung, Liebe, dass sie wieder an uns glauben. Weil diese Nachrichten auf der Welt, die machen einen ja fertig. Und man muss Völlig doch mal kirre. wieder, weißt du, so einen Funken in sich drin spüren. Ey, wir Wollen können das wir schaffen. mal den Funken überspringen lassen und einfach mal reingucken in dein niegelnagelneues Video? Wo ganz viele Menschen ehrenamtlich mitgemacht haben, mit dem Stern und eine Lichterkette daraus bilden. Ich Und danke euch von Herzen, wir alle, die da hören mitgemacht haben. direkt mal rein, denn das, und wir sehen Diana nebenbei mit dazu, also für alle zumindest, die im Videocast reingucken, für alle anderen genießt Sternenlichter. Ganz neu 2020. Überall zu haben, auf allen Plattformen natürlich oder über Insta bei dir auch gern anzufragen. Wir Ja, schauen rein. Spotify und so, weil CD macht man eigentlich nicht mehr so Nee, wirklich. das streamen Aber wir. ey, es war auch ein Haufen Verpackungsmaterial. Plastik und Richtig, so. richtig. Und wir, hier ist es, Diana Herold, Sternenlichter, so sieht's aus und wir hören rein. Wie schön.
anderes als Kind im Himmel zu versinken. So viele wunderbare Sterne, Glitzerstaub. Wie hell war unser Weg im Mondschein leicht zu finden. Wir haben doch so an uns geglaubt. Leicht zurück die Gänsehaut. Jetzt darfst du. Das muss man genießen. Und ich glaube, auch du genießt es doch jetzt, wenn du dieses Video siehst. Das ist doch der Hammer, oder? Ich bin halt so überwältigt, was die Menschen die ersten 1,5 Tage mit Sternenlichter gemacht haben. Ich habe ja kein großes Label. Ihr Menschen da draußen habt Sternenlichter bei den iTunes-Charts innerhalb von einem Tag auf Platz 89 ist meine Hausnummer. Klasse. Das ist mir außergewöhnlich. Ja, Wahnsinn. Ja. Und dafür danke ich euch, weil das zeigt mir, dass all diese langen Jahre, seit 2007, dieses immer wieder, ich höre auf, ich kann nicht mehr, ey, das kostet viel Kraft, ich schaffe das eh nicht. Also ich habe da auch an mir gezweifelt, gebe ich ehrlich zu. Aber das ist so eine Umarmung von euch da draußen an mich, dass ich da weitermache. Ich habe ja noch 6 weitere Songs geschrieben. Deins, meins, eins kommt als nächstes. Dass wir alle verbunden sind und aufwachen müssen. Ja, wir müssen was verändern. Weil der Mittelteil von dem Song ist echt schön. Soll ich es mal machen oder nicht? Weil viele immer sagen, weil meine Sprechstimme so dunkel ist. Mach. Komm. Echt? Ja. Also pass auf. Wenn die Nacht nicht vergeht, alles dunkel schwarz erscheint, du suchst verzweifelt den einen, der mit dir weint. Wo ist Hoffnung? Spürst du noch dein Urvertrauen? Es ist Liebe. Darauf kannst du jetzt noch bauen. Und das will ich damit aussagen. Ich möchte einfach, verliert nie den Glauben an euch so selbst. Wie es Walt Disney schon gesagt hat, wenn du die Magie deines Herzens vergessen hast, dann empfach sie neu. Das ist so wichtig. Und dann kannst du wirklich fast alles im Leben verändern. Aber das ist eine Meisterschaft. Und es ist auch nicht leicht zu erringen. Das bedeutet Disziplin. Jeden Morgen mal meditieren oder im Wald gehen. Wenn es dir nicht gut geht, ruf beste Freundin an. Lese ein tolles Buch. Hör mein Lied, Sternlichter. Also, oder das nächste. Tut euch jeden Morgen wieder motivieren. Weißt du, dass du eine Weisheit nach der anderen raushaust? Ich habe mir die jetzt alle aufgeschrieben und werde die jetzt in einem Buch veröffentlichen. Ich nenne mich dann Fabi Herold. Ja, ihr müsst halt leben. Der Hammer. Also das wir kennen ja alle Gandhi und so, aber wir müssen es halt leben, nicht nur lesen oder berühren. Und das ist das Schwere. Das ist das Schwere. Mann, oh Mann. Nein, ich glaube aber in der jetzigen Zeit, wo wir uns jetzt gerade befinden, Fabi, denken die Menschen mehr nach und fühlen mehr nach. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass wir alle wieder hier ankommen im Herzen. Ich hoffe es. Es ist die richtige Zeit, dann hat es nämlich auch was Positives, dieses ganze Koroneske, was wir hier gerade ertragen müssen. Und da geht es ja auch wirklich vielen momentan schlecht. Und vielleicht können wir dann sagen, I care and I share. Und zwar in jeder Hinsicht. Bin ich auch sehr gespannt, was dieses Gesamtpaket, wo du ja auch noch nicht genau weißt, wo es hingeht, mit Musik, mit Charity und so weiter, wo das alles hinführt. Wir sind sehr gespannt und wir zwei bleiben da in Kontakt. Da bin ich sehr gespannt. Ja, das ist schön. Das wird richtig gut. Und du hast gerade Instagram angesprochen. Achtung, du musst dich noch einmal, ein-, zweimal konzentrieren, bitte, aufs Rad. Konzentration. Wahnsinn. Also, dieser Blick, meine Damen und Herren, jetzt müsste es Ihnen schon besser gehen, wenn es heißt mit der nächsten Kategorie. Alles Englische, okay. Fränkisch, English spoken. Denn die Diana auf ihrem Instagram-Account, wenn ihr noch nicht drauf wart, unbedingt hin, followen, ist klar. Macht erstmal alles auf Deutsch, aber dann geht alles auf Englisch. Wir sind ja international, ja? Jetzt haben wir eine Verbindung gefunden, die sowohl für die Franken, ja,
als auch für die Engländer perfekt ist. Ich würde dich bitten, jetzt mal Folgendes vorzulesen und du wirst, Nein! die wird doch, die wird. Aber warte mal, day ist wie viel Fei? Blatt bei Kanna. Shana he? Shanahi, we day. Kein. Also ich lese es mal vor, weil es ist wirklich fies. Es ist wirklich fies. Es sind englische Wörter. Da steht, du darfst es dann auf Deutsch übersetzen für alle, die nicht fränkisch sind, die irgendwo im Norden zuhören und sich gerade denken, Schatzi, was sagen die da ja, weiß ich nicht genau. Also pass mal auf, englische Wörter. Day is fi a blade swipe. Shanna he, way day grind. Ja, das ist aber ein dummes Weib. Schau nur hin, wie die weint. Übersetzt, vielen Dank. Es ist nicht auf dich Du liest bezogen. es jetzt immer, das ist Day, besser. days fire blade swipe, shanna he way day grind. So, so redet man in Franken. Ich danke dir, dass du den Spaß überhaupt mitgemacht hast, weil das ist ja wirklich, ist übrigens von Günter Stössel, einem Cool, hat er Nürnberger, gut gemacht, ja, der Günther. absolut, kennen wir beide, der ist auf der Bühne und spricht Fränkisch und hat sich gedacht, ich muss das vielleicht internationalisieren und hat englische Wörter genommen, die man, wenn man ausspricht, was Fränkisches ergibt. Das hast fei schee gemacht, Diana Herold. Vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Freilich, Fabi, das habe ich doch gern gemacht. Das war nicht nur aus Fränkisch und Bayerisch, gell? Aber einmal drehen wir noch. Mal gucken. Es hat sich noch nichts wiederholt. Von daher bin ich gespannt, bevor dein Sohn unten sagt: Mama, ja, jetzt bin ich 10 Jahre alt geworden. Ich möchte auch noch 11 werden. Koch mir was. Ratzfatzsatz. Liebe Diana, nicht lang fackeln. Bring den Satz jetzt zu Ende, den ich dir gleich sag. Okay? Okay. Okay, also der Satz. Meine Family ist. Sinn meines Lebens. Wenn ich könnte, würde ich. Die Welt verändern ins Gute. Fränkisch ist für mich. Heimatsprache. Im Sommerhaus der Stars habe ich zwischendurch auch mal gedacht. Ich bin im falschen Film, holt mich heraus. Letzter Satz für dich, das kann ich mir vorstellen. Letzter Satz für dich, das Promi Round and Round heute. War sehr unterhaltsam. Ich finde Fabi echt cool und ich würde jederzeit wieder mit dir einen Podcast machen. Und ich danke dir dafür herzlich. Es ist eine Spielshow und was wir heute gewonnen haben, sind tiefe Einsichten in Diana Herolds Leben. Mehr als vielleicht im Sommerhaus in der ganzen Staffel haben wir heute mitbekommen. Und dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich. Und Ich euch auch. das sind deine Wirklich. Ich danke euch berühmten auch. letzten Worte im Podcast, die du an uns richten möchtest. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Alles Liebe, bleibt gesund. Eure Diana, Love, Peace and Harmony. Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. Weitere Folgen findest du hier.